So, noch ein Kampf. Das geht ja hier ratzfatz. Sprung und tschüssi. Bis zum nächsten Mal, Goomba. Weil hier oben, glaube ich, da war irgendwas. Hier ist mal ein Baum. Mit einer Münze. Denn ja, das komische... Ein strahlender Sternsplitter. Finde heraus, wozu man ihn gebrauchen kann. Finde ich ein bisschen doof, dass wenn ich, sobald ich nur einen Schritt nach links oder rechts mache, das Fenster hier sofort zugeht. Also meine Finger liegen ja die ganze Zeit auf links, rechts, oben, unten. Keine Sorge, Kinder, hier bin ich. Da Mario bin ich heil und gesund wieder zurückgekehrt. Ja, nur wegen mir. Auf. Oh, ist das Ding zugesperrt? Lass es mich für dich öffnen. Ha, klappt wunderbar. Goomba, wo bist du gewesen? Ich habe nach draußen gesehen und plötzlich waren du und die Veranda verschwunden. Goomba, ich war sehr, sehr besorgt um dich. Wirklich besorgt. Tut mir leid, Kinder, ich entschuldige mich. Ich wollte euch keine Angst einjagen, ihr könnt euch jetzt wieder beruhigen. Ich bin ja wohlbehalten wieder zurückgekommen. Ja, dank mir halt, ne? Aber dafür habe ich einen Hammer bekommen. Ach, übrigens, ja. Bevor ich es vergesse, ich wollte dir noch etwas geben, Mario. Ich bin gleich wieder da. Aha. Hoffentlich nichts Illegales. Wie war's? Hey, die Puppe, die du da hast. Ich glaube, Gumbari hat sich verloren. Sie hat schon überall danach gesucht. Würdest du ihr so zurückgeben? Ich bin ja jetzt kein Arsch, ne? Nimm mal die Puppe, die genauso groß ist wie du. Meine Püppi, Püppi, Püppi. Du bist wieder da, ich danke dir. Yeah. Ich bin so glücklich, meine süße Püppi. Du darfst nie wieder verloren gehen. Dann schmeiß sie halt nicht wieder in den Baum rein. Hier, ich gebe dir ein Geschenk. Sieh nur, wie hübsch es funkelt. Noch ein Sternsplitter. Was auch immer ich damit machen soll. Und nimm das auch. Ah. Ja, das wurde jetzt leider nicht angezeigt. Man konnte es aber auch deutlich sehen. Es scheint, als hätte keiner deiner Gegner eine Chance gegen dich. Machst du Bodybuilding? Ich lerne Selbstverteidigung, indem ich Bücher der Meister lese und Papa und Gumpa zuhöre. Ich dachte ja, zusammenschlage. Und außerdem trainiere ich jeden Tag, damit ich so stark werde wie du. Langsam steigt sich auch. Langsam zeigt sich auch der Erfolg. Meine Muskeln werden immer dicker. Du hast nicht mehr Arme. So ein paar Füße da. Yeah, Gumbarius Kopf ist hart wie ein Felsen. Hihi. Wenn er der Kopf uns austeilt, tut das sehr, sehr weh. Da spricht wohl jemand aus Erfahrung. Oh, sei still, Gumaria, das ist so peinlich, aber abgesehen davon, es ist wahr. Entschuldige, dass ich dich warten ließ, Mario. Ist schon okay, Gumba. Wir quatschen gerade mit Mario. Ja, ich muss auch nicht die Prinzessin retten oder so, ist schon okay. Ihr quatscht also, entschuldigt. Ich wollte dir das geben, Mario. Powersprungorden erhalten. Mario springt mit voller Kraft auf einen Gegner. Aha. Dies nennt man Orden. Wenn du ihn trägst, kannst du einen Powersprung ausführen. Das bedeutet, dass dein Angriff mehr Schaden verursachen wird. Aber hör mir gut zu. Du kannst diesen Sprung nur ausführen, wenn du den Orden trägst. Du solltest es ausprobieren. Das An- und Ablegen von Orden ist ein sehr wichtiger Vorgang. Soll ich dir eine kurze Lektion darin geben, wie du die Orden, die du auf der Reise finden wirst, richtig einsetzt? Mach das mal. Okay, drücke Start. So öffnest du das Menü. Start war... Okay, hat gleich einen Moment gedauert. Aber es funktioniert. So legst du den Orden ab oder an. Wähle Hilfe des 3D-Sticks die Ordentabelle. Orden. Drücke den A-Knopf, um zur Ordenübersicht zu gelangen. Drücke nochmals den A-Knopf, um die Ordensliste einzusehen. Okay. Um den Orden zu tragen, werden Ordenpunkte benötigt. OP wahrscheinlich. Der Orden wird getragen, bis du nochmals den A-Knopf gedrückt hast. Gedrückst, also ja. Der Orden wurde abgelegt und ein OP steht wieder zur Verfügung. Ja, jetzt kann ich es aber nicht selber nochmal anlegen. Das ist ja dämlich. Merke dir, du brauchst BP-Blütenpunkte, um den Powersprung einzusetzen. Kannst du dich daran erinnern, dass wir auf dem Block, dass wir auf
dem Weg diesen Block sahen, diese Blöcke stellen nicht nur KP, sondern auch BP wieder her. Das sind wahre Lebensretter. Benutze sie, wenn deine KP und BP zur Neige gehen. Ach übrigens, Mario, ich habe... Ups, dass du es ganz alleine auf dich nehmen willst, die Prinzessin aus Bowsers Fängen zu befreien. Oh yeah, Mario könnte Bowser einhändig mit verbundenen Augen machen. Still jetzt, Gumbario. Mario, bitte nimm diesen Hammer. Er würde dir gute Dienste leisten, wenn ich nur etwas jünger wäre, würde ich dich begleiten. Ich hätte den Bösewichten schon das Fürchten gelernt. Aber die Last der Jahre liegt schwer auf mir. Ich kann dir sagen, diese Schmerzen im Kreuz... Oh ja, altersbedingt halt. Abenteuer, du darfst dich glücklich schätzen. Prinzessin retten ist so cool. Eines Tages will ich auch ein Abenteuer sein. Nein, Abenteuer. Ich auch. Hey, ich habe eine Idee, Gumbario. Vielleicht ist es Zeit gekommen. Du bist kein Kind mehr und schlimme Zeiten stehen uns bevor. Ich bin sicher, Mario wird mir zustimmen. Du solltest Mario begleiten. Was? Wirklich? Ich darf gehen, Gumba? Darf ich wirklich gehen? Ja, oh yeah. Mario, du solltest es nicht bereuen. Gumbario gehört zum Team. So viel lesen. Blablabla. Drücke gelbe Pfeiltaste nach unten, um Infos über Personen. Ach, egal. Wenn du etwas wissen willst, dann frag ihn einfach. Gumbario ist auch im Kampf sehr hilfreich. Er kann mit Kopfnuss angreifen und über Gegner und ihre KP mit Hilfe von Scanner Auskunft geben. Aha. Großartig, Gumbario. Mario, ich weiß, dass sich Gumbario als wertvoller Weggefährte erweisen wird. Ich glaube, es ist an der Zeit für mein Nickerchen. Ich bin dann im Haus. Abschiede machen mich alten Gumba immer traurig. Oh. Das ist so cool, Mario. Lass uns gehen. Aber warte, deine KP sind etwas niedrig. Vielleicht solltest du dich im Toadhaus ausruhen. Kann ich das einfach so tun, ja? Hey, der verfolgt mich. Gehst du? Du verfolgst mich. Lass mich in Ruhe. Was kann ich denn hier tun? Kann ich jetzt hier ans Bett klicken? Nicht. Der Slogan des Toadhauses ist, erfrische Körper und Geist. Fühlst du dich müde, kann ich ein wenig Ruhe im Nu wiederherstellen. Möchtest du ein Schläflein machen? Ja, hat er uns dazu geraten. Mach es dir bequem und genieße deinen Aufenthalt. Jo, unter der Decke geflutscht. Wir sind ja nur dünn wie Papier. Ha! Hast du gut geschlafen? Pass gut auf dich auf. Okay. Aha, und jetzt will ich hier aber mal weg. Das ist mir so ein bisschen viel Dialog gerade noch hier am Anfang. Schon hätte 43. Minute. Papa, hast du gehört? Ich gehe mit Mario auf ein Abenteuer. Du wirst stolz auf mich sein, Papa. Ich verspreche es. Warte nur. Gib dein Bestes, Sohn. Du bist ein starker Junge. Ich weiß, dass Mario eine große Hilfe sein wirst. Gut, dass du so viel Zeit in dein Training investiert hast. Und jetzt zieh los und füll deinen alten Gumpapa mit Stolz. Speichern erstmal hier. Sonst muss ich das alles nochmal nachbrabbeln. So geht das. Problem gelöst. Ich habe das Gefühl, dass dir auf deinem Weg viele Hindernisse begegnen werden. Überlege dir jeden Schritt. Sei vorsichtig, aber bleib cool. Ein kühler Kopf denkt am besten. Oh, warte noch, Mario. Mir ist aufgefallen, dass du den Orden noch nicht trägst, den Gumpa dir gegeben hat. Der Orden hat keinen Nutzen, wenn du ihn nicht trägst. Ja, logisch. Du solltest ihn besser anlegen, bevor du dich auf den Weg machst. Okay, kurz ins Startmenü. Dauert wieder einen kleinen Tick. Orden. Aktive Orden nix. Und links unten sehen wir, verfügbar haben wir 3 Ordenpunkte. Dieser kostet uns einen Punkt. Logischerweise haben wir nur noch 2 übrig. So. Was haben wir hier noch so? Wichtige Items. Nix. Gumbario. Fähigkeiten prüfen. Wollte ich eigentlich machen, ja. Warum habe ich jetzt auf B gedrückt? Sterne, okay. Karte gibt es ja auch. Haha. Sehr detailliert.
Was kann der Gumbario denn? Kopfnuss und Scanner. Kopfnuss gegen einen Gegner. Zeigt Beschreibung des Gegners und seine KP an. Aha. Naja, ich will jetzt mal ins Abenteuer hier loslegen. Was ist das denn für ein Schild? Vorsicht vor Gum. Was? Ja, das hätte man mir auch sagen können, dass das so ausgeht. Hey Mario! Ja? Während eines Kampfes kannst du die Reihenfolge, in der wir sind, in der wir angreifen, mit Z verändern. Wenn du willst, kann ich zuerst angreifen. Mir macht das nichts aus. Vergiss es nicht. Nur nicht, okay? Z. Dann gib mal Scanner hier. Zeig mal, was der so kann. Das ist ein Goomba. Goombas sind das, was man wohl kleine Fische nennen würde. Genau genommen sind sie eigentlich sogar die kleinsten Fische. Moment mal, ich bin ja auch einer. Max KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Du kannst auf sie springen oder sie mit einem Hammer vermöbeln. Das sind Gegner alter Schule. Du kennst sie schon seit den Tagen von Super Mario Bros. Ja, da waren die ja nicht wirklich eine Herausforderung. Obwohl, man durfte sie wirklich nicht treffen. Und hier muss er uns erst 10-mal hauen. Bam! Jetzt gibt es ja Sternpunkte. Zwei nur. Aha. Bisschen wenig. Noch eine Münze. Und da kommen sie schon alle angetanzt hier. Wir haben auch Zucker in den Taschen. Powersprung. Zwei Blütenpunkte. Könnte man einfach mal machen, ne? Mario springt mit voller Kraft auf einen Gegner. Ich hoffe mal, das macht jetzt ein bisschen mehr Schaden als 1. Oh, 3 sogar. Und oben sehen wir so, wir haben 5 Blütenpunkte. Zwei davon sind gerade weggegangen. Bleiben uns noch 3 übrig. Weiß aber nicht, ob die sich irgendwie regenerieren, ob wir die wirklich nur einsammeln können. An diesen Blöcken habe ich schon zwei besiegt und jetzt steht er hier immer noch. Doof. Hätte ich nicht erst angegriffen gerade? Ich meine doch. Wohl nicht. Aua. So, mal jetzt keine BP hier, Blütenpunkte vergeuden, einfach mal wieder drauf hüpfen und eine Kopfnuss geben. Ist ja jetzt noch keine Herausforderung. 4 Sternpunkte dazu. Ah, und ein paar Blütenpunkte, dann haben wir schon wieder 2 dazu. Bam. So, kriegen wir jetzt unseren ersten Angriff wenigstens? Jawohl. So, jetzt wollte ich ja was testen. Komme ich mit dem Hammer? Kann ich gar nicht ausführen, den zweiten. Nimm den einfach mal jetzt weg hier. Irgendeiner muss da diese Runde umfallen. Und kommt der mit der Kopfnuss daran? Sehr schön. Hat er plumps gemacht. Und mit Fallschaden wäre es natürlich noch cooler gewesen. Sechs sogar, okay, das wird jetzt immer mehr. Da, 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 da. Wir wandern hier durch den bösen Wald und hauen Gumbas zu Brei. Ja, das hat sich gar nicht gereimt, aber. Ich wollte den scannen, genau. Gibt's ja gar nicht. Aber die Gelegenheit wird sich bestimmt noch mal ergeben. Ganz sicher, davon rennen bestimmt noch ein paar hier rum. Von den Peaks-Goombas. Ah, das sind nur 5. Was bist du denn für ein roter Stein? Nanu? Tu mir nichts, Orden erhalten. In einem Notfall gehen gegnerische Angriffe eben daneben. Das ist jetzt ein Orden, ja? Wollen wir den mal anlegen? Insofern die Punkte stimmen. Okay, der kostet plus 1. Verstehe ich das richtig, wenn ich denn so kurz vorm Tod bin, treffen die mich weniger oder überhaupt nicht mehr? Einen Pilz. Hat er uns nochmal erklärt, wie wir die essen können. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Upsala. Er probiert, ob ich in der Luft
mit dem Hammer zuhauen kann, sah jetzt nicht so aus. So nehmen wir erstmal eine runter hier. Fangen wir hinten an. Die habe ich auch noch nicht gescannt, ne? Mensch, ich vergesse auch alle. Das ist ein Paragumba. Offensichtlich handelt es sich um Gumba mit Flügeln. Tja. KP 2, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Solange sie fliegen, kannst du sie nicht mit dem Hammer treffen. Sobald sie Schaden erleiden, fallen sie zu Boden und werden zu normalen Gumbas. Wie wir bereits selbst erfahren haben, ja. Oh, ich habe doch düdelüdüt. Sind wir schon unter 5? Ne, wir sind genau bei 5. Den Kampf werden wir auf jeden Fall noch überleben. Ne? Beinahe. Ja, da haben wir schon den ersten Ausweicher gehabt. Ich wollte gerade Dodge sagen, weil ich so viel mit englischen Spielen oder englischen Begriffen in der Spielwelt unterwegs bin. Aber wir sind hier in einem deutschen Let's Play, dann wollen wir es auch mal deutsch lassen. 9 Sternenpunkte und ein Blütenpunkt und ein Herzchen und der kommt es auch ganz recht. War jetzt ja noch nichts zu holen, immer nur ein Weg. Hey, hey, schön langsam. Du, ja, du verdächtiger Kerl, keine Bewegung. Was? Aha, du bist Mario, ich wusste es, du kannst hier nicht passieren, Herr Großmaul. So lautet der Befehl des Gumba-Königs. Was hat der Gumba-König jetzt damit zu tun? Tut mir leid, aber der einzige Weg hier führt nur an uns Gumba-Brüdern vorbei. Das sind wir, der rote Gumba und mein Bruder, der blaue Gumba. Sehr einfallsreich, die Namensgebung. Los, schnappen wir den blauen Gumba. Oh yeah, los geht's, mein rotköpfiger Bruder. Ta-ta-ta-ta-ta. Wollen wir die erstmal scannen? Zumindest den einen davon. Das ist der blaue Gumba. Er ist der jüngere der beiden berüchtigten Gumba-Brüder. Max KP 6, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Wie du aus der kleinen Rede seines Bruders entnehmen konntest, gehört er zu den Leuten des Gumba-Königs. Aber so ganz bei Kräften scheint er nicht zu sein. Er ist schwächer als sein Bruder. Das ist doch mal eine Ansage. Dann nehmen wir uns den mal zuerst. Powersprung hier. Bleiben nur noch 3 übrig. Mario, wie gefällt dir das? Was denn? Och, Göttingen. Oh, der ist auch so brutal. So, dann scannen wir die anderen nochmal. Der soll ja jetzt stärker sein. Das ist der rote Gumba. Er ist der ältere der beiden berüchtigten Gumba-Brüder. Max KP 7, Angriffskraft 1. Ja, gut. Der Gumba-König hat ihm befohlen, dich aufzuhalten. Den Kerl schaffst du, gar keine Probleme. Gar kein Problem, er hat nur ein paar mehr KP als sein normaler Bruder. Na, um es genau zu nehmen, hat er einen mehr. So, aber wir machen jetzt den einen erstmal zu Moose. Zap. Einer weniger. Blauer Gumba. Was hat er denn da? Soll das eine Träne sein oder ist das jetzt so ein Mittelfinger in die Luft? Mein kleiner Bruder, dafür wirst du bezahlen, Mario. Mal ehrlich, das sah doch aus wie so eine Hand. Ach, anderes Thema. So, Kopfsprung hier. Du gib mir noch eine Kopfnuss. Dann machen wir noch ein paar Ründchen. Der macht ja nur einen Schaden. Sprung. Kopfnuss, ja. Sehr spektakulär, dieser Fight. Kampf, ich sage nicht Fight, habe ich nie gemacht. 53 Minuten und bis jetzt ist wirklich noch gar nichts passiert. Das Tutorial hätte man auch ein bisschen kürzer fassen können. Aber es geht hier wahrscheinlich auch um die Story einfach. 20 Sternpunkte. Yeah, ich lass dich nochmal davon kommen. Das war's dann schon. Das ist ein Speicherpunkt. Komme ich da hin? Ah, okay, das hätte ich jetzt gar nicht mitgekriegt. Schwupps, speichern. Alles klar.
So, und ich werde jetzt auf jeden Fall, ich brauche diese Pause jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!